Okay, und damit hallo zu einem neuen Part von Zweit. Ich spiele heute mal den Daily Mode. Also, es gibt jeden Tag hier in Smite einen neuen Spielmodus. Der Daily Mode. Und, heute ist der Modus dann, Map Arena. Man bekommt irgendeinen Gott. Also, es gibt ja 77 Götter. Man bekommt dann irgendeinen von denen. Und man hat 75% Cooldown. Also, die Attacken haben sehr, sehr wenig Cooldown. Also, man kann sie ganz, ganz schnell hintereinander oft hintereinander einsetzen. Und man hat dazu auch noch 100.000 Gold. Was überhaupt schon ganz schön stark ist, 100.000 Gold zu haben. Also, etwas OP. Warte, ich hoffe, mal, der Ton ist nicht zu laut und ich bin nicht zu leise. Machen wir ganz kurz hier Settings, Audio. Noch leiser mal kurz. Ich bleib mal wieder da. Ja. Ihr habt ja hoffentlich mitbekommen, dass tolle Video läuft. Beste Ulti, die irgendwie unterbrochen wurde. Ja, irgendwie. Ich hab 3 Sekunden Cooldown auf diese Attacke. Verdammt! Oh, wieso hab ich... Alter, wie blöd bin ich bitteschön. Ich hab nicht voll gekauft, also ich hab nicht alle meine Items gekauft. Sagen wir das auch noch. Ich hab Loki bekommen, also sagen wir, ich hab 3 Sekunden auf meinen Unsichtbar werden. Und dieses Unsichtbar werden ist länger als 3 Sekunden. Lustigerweise. Also, kann also durchgehend unsichtbar sein. Ja. So, das kann bei ihm rauskommen, dass erstmal einfach, ich bin unsichtbar, bin wieder unsichtbar, bin wieder unsichtbar, bleib einfach die ganze Zeit unsichtbar. Das ist schon lustig irgendwie. Mit, ach du Scheiße. Man sieht mich zum Glück nicht. Ich kann mich ja schön herumteleportieren mit 32 Sekunden Cooldown auf meiner Ulti, also das ist ganz schön wenig eigentlich. Das ist toll daran, ich habe einfach so wenig Cooldown. Ich kann ja rumlaufen und Damage machen und dabei nicht mehr gekillt werden, richtig. Ich kann ja rumlaufen, kille und man kann nichts dagegen machen. Weil ich aber auch unsichtbar bin. Hä, wir haben die mich gesehen, ich war doch unsichtbar. Also ich war gerade unsichtbar, trotzdem haben sie mich gesehen irgendwie. Hä, aber ich war wirklich unsichtbar. Oder bin ich jetzt irgendwie blöd? Bin mir nicht sicher, dass ich unsichtbar war. Aber egal. Oh, ich habe auch meine Pots vergessen. Ja. ich hoffe, ich hab meine Tastatur nicht. Das ist eine neue und ist auch ein bisschen lautere von Kauga. Oder Kelga, wie auch immer. Und das ist tot. Ich jetzt aber. Au. Tata sollte ich vielleicht nicht bekämpfen. Der macht so ein kleines bisschen Damage. Weiß aber, was das ist. Mit nur auf Level 20 und. Autsch. Noch gegen anderen Assassinen ist es ganz schön mies. Mit einer Ulti kann einfach jede 20 Sekunden oder so einen killen. Also, ich will nicht sagen, dass das stark ist, aber es ist stark. Ha! Mein Gift. Ja, weg hier. Aber weg hier. Guck, ich bin aber die ganze Zeit unsichtbar. Ich bin da und wieder unsichtbar. Bin da wieder unsichtbar. Das ist die ganze Zeit so. Ist doch lustig. Man kann mich nicht bekämpfen. Ah, noch meine Gift. Ich habe die ganze Zeit Giftling und unsichtbar. Also,
Sollte ich Angst haben? Für irgendjemanden? Weil, guckt euch jetzt an, ich bin da. Okay, Minions, bin da. Okay, das könnte ich fertig machen. Ah. Okay. Da tot. Was soll das? Ich kann draufspringen, tot. Draufspringen, tot. Tot. Dieser Spielmodus ist. Ich habe heute ganz oft diesen Spielmodus bisher gespielt. Da bekomme ich irgendwie nur Scheißgötter dafür. Also keine guten, die mir hier viel bringen. Das ist ein kleines bisschen nervig. Okay. Das hat wehgetan. Ah, wie immer, Thanatos. Schlägt einmal auf mich drauf, bin tot. Die Sensen machen schon etwas übertrieben Schaden. Tüllü. Ha! Beste Lache. Bester Skin. Will ich mal so sagen. Ey. Ja, das war gerade mal nicht so toll. Etwas überraschend. Weil ich war gestunt, hochwurfen, was auch immer, alles. Gealist! Leute, gealist. Oh, nö. Perfekt. Gift ist OP. Merkt euch das. Gift ist zu stark. Ich kann einfach jede Sekunde, also. Da kann ich halt nicht so gut clearouten. Das will ich auch irgendwie nicht. Ich will auch irgendwie nicht sterben. Ich will auch nicht getroffen werden von irgendetwas. Ich möchte eigentlich auch keine Angst haben müssen. Die See. Das ist so lustig, ich kann einfach an denen vorbeigehen. Unsichtbar. Und da bin ich überhaupt voll schnell bisher die ganze Zeit. Läuft. Alter. Er ist tot. Ja, er ist tot. Autsch. Das war gerade etwas gefährlich. Okay. Der. Oh Gott, Bakasura. Nein. Au. Oh. Imir, lass es. Man sieht mich nicht, ich bin unsichtbar. Nein, sie hat mich doch gesehen, ich hab sie doch gar nicht gesehen. Ich hab sie gar nicht gesehen, dass sie da ist. Und da wollte ich noch ein bisschen herumjoken, dass ich vor denen bin. Oh Mann, ich bin auch eher der Joker. Der Jokey, Loki. Der heißt Jokey Loki, oder? Ja, ich glaube Jokey. Oder Last Luck. Einer der beiden Skills habe ich eben gerade eben dann. Eben. Das ist gerade schon etwas schwer. Irgendwie. Die irgendwie so ein kleines bisschen zu belegen. Belegen. Ich belege Leute. So wird der Titel. Ich belege Leute, Leute. Ich belege Leute. Ja. Ich belege. Oh nein. Ein armer Speed. Oh Gott, scheiße. Ich kann nicht unsichtbar sein. Das ist so mies gegen mich. Der kann mich einfach aufdecken. Ohne Schwierigkeiten.
weil ich einfach an ihn dran sein muss. Ja, auch immer er mich trifft einfach. Ohne mich zu sehen, weil ich überhaupt schon sehr, sehr krass finde. Haha. Nerv nicht, Kleiner. Ja. Hey, bleib stehen. Oh nein, ich bin tot. Sie haben mich ja gar nicht gesehen. Oh Gott, jetzt sehen sie mich schon. Ey! Haben nichts gemacht, du hättest mich gar nicht angreifen dürfen, Junge. Böse. Hätte das wie mich jetzt getötet, wäre ich ausgerastet. Weil ich war noch nicht. Ich hätte mich gar nicht sehen dürfen. Ich hätte davon gar nicht. Ja. Ja. Puff. Bester Loki, will ich mal so sagen. Lass mich in Ruhe. Alter! Gerade eben. Ach du Scheiße. Alter! Das war gerade knapp. Ach du Scheiße. Wir dürfen uns jetzt nicht verlieren. Ja, ist klar, Tartos silenced mich eine Stunde lang und sieht mich da und slowed auch noch. Ist so krank. Vielleicht soll ich mal was verkaufen und das ist doch gut. Aber dafür sollte ich vielleicht noch. Wir dürfen nicht verlieren. Du überlebst nicht, Junge. Schaffen wir es wirklich noch zu gewinnen? Hätten wir verloren, wäre ich ausgerastet irgendwie, weil das ist doch ein einfaches Game. Wir haben gut gespielt bisher. Und ich habe am meisten Kills. Dafür bin ich auch irgendwie neunmal gestorben. Wow. gut, danke schön fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich einen weiteren Spielmodus spiele. Ja. Ich werde es ein paar Mal hochladen, sowas, weil es macht Spaß und auch wenn man gewinnt. Das ist erstmal nicht, wie man es gewonnen habe. Das ist doch toll. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao.